Jo, Servusle, zu einem weiteren Part He-Man and the Masters of the Universe. Das, was ihr jetzt gerade gesehen habt, war das Intro der VHS-Kaufkassetten, die es damals gab. Allerdings nur eine Version davon. Es gab die Version, die ich jetzt euch gerade gezeigt habe. Es gab noch mindestens zwei weitere Synchronfassungen und die TV-Synchronversion, die allesamt anders sind. Es sind jetzt mal andere Sprecher. Warum das damals gemacht worden ist, ich habe keine Ahnung. Das hat vermutlich was mit irgendwelchen Rechten zu tun, mit Ausstrahlungsrechten und so weiter, wer sie gerade zum jeweiligen Zeitpunkt hatte. Warum das Ganze so kompliziert war damals bei dieser Serie, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das die einzige Version von dieser Art Kassette, die ein derartiges Intro hatte. Die anderen Firmen, die VHS-Kassetten vertrieben haben von den He-Man-Zeichentrickfolgen, hatten ein derartiges Intro nicht, also zumindest nicht das Intro mit der Sorceress als Einleitung, sondern eben das ganz normale Ich bin Prinz Adam und so weiter. Und auch im Fernsehen kam diese Version nicht vor. Es gibt auch noch ein Outro, das werde ich euch im Anschluss an diesem Part präsentieren. Ja, es ist eine einmalige Sache, es ist ein Schmankerl, weil es auch in heutigen DVD-Fassungen und Blu-ray und was es so heute alles an modernen Medien von der 80er Jahre He-Man Zeichentrickserie gibt, ist dieses Intro nirgends mehr zu finden. Es ist weg. Ich find's schade, es hat die Serie immer sehr gut eingeleitet. Auf so einer VHS-Kassette waren ja zum Teil 3 Folgen drauf. Je nach Vertrieb natürlich. Es gab Kaufkassetten, da war nur eine Folge drauf, aber bei diesen Sorceress-Intro-Kassetten waren es immer mehrere Folgen, die sie präsentiert hat mit ihren lebenden Bildern. Und auch innerhalb der einzelnen Folgen gab es da eine Sorceress-Überleitung zur nächsten Folge, indem er eben von Bild 1 ins Bild 2 gewechselt ist. Es wurde so getan, als würde uns die Sorceress die jeweilige Geschichte erzählen mit ihren lebenden Bildern. Ich fand's genial als Kind, mir hat's gefallen. Ja, nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier weiter. Und schauen. Continue. Und wo machen wir weiter? Gehen wir da oben auf. Die Mystic Mountains machen wir zum Schluss. Machen wir mal hier dieses Level. Vorausgesetzt, wir kommen rein. Etza. He-Man. Ja, wir sind ja immer noch Faker. Stimmt. Und da kommen Mermans Schergen. Ich wusste gar nicht, dass es die auch im Braun gab. War das damals so? Ich weiß es gar nicht. Ich müsste mich echt einmal näher mit der Zeichentrickserie befassen. Ich habe die schon seit Jahren nicht mehr angeschaut. Obwohl ich alle Folgen hier habe auf DVD. Ja, als He-Man-Fan und He-Man-Nerd braucht man sowas schon. Ach, die kommen da nicht durch. Drum geht's nicht weiter. Und noch ein paar. Was für Arsch. Ach, beim Faker kommt auch der Grincher. Ja, das ist eins dieser Fehler. Ich vermute ja, dass sie beim Faker einfach... Ah, da ist der Merman. Dass sie beim Faker einfach die He-Man-Maske genommen haben. Und sich sonst das Ganze nur farblich unterscheidet. Faker ist ja eigentlich ein Charakter des Bösen. Oh, der macht uns fertig, die Sau. Verdammt. Und schon habe ich ein Leben eingebüßt. Ja, come on. Ey, du Sack. Schauen wir mal einen kleinen kriegen. Oder er uns. Mit seiner Grabbe. Ja, wenn er da He-Man jedes Mal das macht. Oder der Faker in dem Fall. Was man ihm sagt. Und schon das nächste Leben eingebüßt.
das Ganze erinnert stark an das Simpsons Arcade Game, das ich euch mal präsentiert habe. Aber das fand ich auch schon genial damals. Gab's allerdings nur den letzten Test drüber. So, wieder ein Leben verloren. Wenn wir Game Over gehen, wechseln wir wieder den Charakter. So hat das Ganze auch was Positives. Verdammt, das gibt's doch nicht. Muss ich mal der Battle Cat mit einmischen. Jawohl. Ja, ich finde es recht unpassend da mit dem Faker und dem Battle Cat, aber was soll's. Nächstes Level. Ich habe übrigens nachgeschaut, diese... Oh, da ist Schwert geschmissen. Wie habe ich das gemacht? Diese Gegner hier, habe ich mal nachgeschaut, die sind vom Ape-Clan, vom Affen-Clan aus der Vergangenheit Eternias. Was sind das da oben? Autoreifen? Eine Kugel, kann ich damit was tun? Nein, ich kann nur durchlaufen. Misch dich mal mit ein, Battle Cat. Vielleicht ist ja in späteren Versionen vorgesehen, mit der Kugel irgendwie zu interagieren. Vielleicht kann He-Man sie ja hochheben und schmeißen oder sowas. So. Das eiskalte Händchen erwischt. Jetzt sind wieder die Schlangen dran. Überall Spikes im Boden. Ja, es ist ein recht untypisches Eternia-Level. Es sieht überhaupt nicht aus wie He-Man. Die anderen Level schon. Naja, Battle Cat ist overpowered. Tentakeln. Oh, die Troopers. Wir vernichten sie alle. Freiheit für Eternia. Oh, Shadow Beasts. Und das eiskalte Händchen. Area complete. Jawohl. Das war's auch schon, weil ich euch jetzt das Outro präsentieren möchte von der damaligen He-Man Zeichentrickserie. Beziehungsweise von den Kaufkassetten. Jetzt muss ich hier mal kurz noch, wenn es geht, mag nicht. Ah, jetzt. Ich blende es euch einfach ein, schaut es euch an, das Outro ist ganz interessant. So wurden damals die Kaufkassetten beendet, die Geschichten beendet. Ich fand's genial und passt auch ganz gut hier in das Geschehen. Viel Spaß damit und Servusle, bis zum nächsten Mal. Euer Doschten. Ja, Leute, Servusler zum neuen Part. Das war ein Intro, ein Fanmade-Intro. Ja, was soll man dazu sagen? Ich fand's wahnsinnig witzig, ne? Castle Gayskull und die Evil Forces of Homophobia.
zum Wegschmeißen. Für alle, die sich schon immer mal gefragt haben, ist Prince Adam oder He-Man an sich oder die ganzen Masters of the Universe, sind die schwul oder nicht? Hier die Antwort. Natürlich nur eine Parodie. Machen wir weiter mit unserem Spiel He-Man and the Masters of the Universe. Und gehen gleich ins nächste Level. Vorausgesetzt, es lässt uns starten. Oh, jetzt habe ich einen Screenshot gemacht. Interessant. Gehen wir in dieses Level hier. Und schauen, was uns erwartet. Ja, wir sind immer noch der Faker. Die gibt's also auch in Blau, die Jungs. Helf uns mal. Battlecat, helf uns mal. Hau da wieder ab. Ich habe immer noch nicht ganz rausgefunden, ab wann man auf dem Battlecat kann. Warum das manchmal geht und manchmal nicht. Ist das nochmal ein Special Move? Ah, interessant. Ja, bis man so einen Move ausgelöst hat, hat man schon dreimal eins in die Fresse gekriegt. Oh, Battlecat, lass mich auf deinen Rücken. Oh, was haben wir denn da? Einen Leck. Ja, die Gegner sagen mir jetzt gar nichts. Die hier schon. Die Schattenwesen, die ziemlich am Anfang von der Serie mal in der einen oder anderen Folge vorkamen. Ich weiß jetzt nur die Namen nicht. Da waren sie irgendwo in so einem Vulkan, in so einer Vulkangegend. Und die Shadow Beasts, die von Anfang an dabei waren. Hat es nie als Figur gegeben, zumindest damals nicht, wie es heute ausschaut, weiß ich nicht. Es wurde ja He-Man zigmal neu aufgelegt. Dann gab es die Classic-Cartoon-Action-Figuren-Serie, dann gab es Figuren, die nie erschienen sind. Und lauter solche Geschichten. Es gab Action-Figuren speziell nur aus den Filmation-Studio. Aus der Comic-Serie und so weiter. Aus diversen Comics. Verdammt. Gerade die Comics. Oh, jetzt bin ich gestorben. Game over. So, wählen wir mal einen anderen Charakter aus. Wen hat man noch nicht? Nehmen wir die Teela. Ja, gerade die Comics, die den Figuren beilagen, waren hochinteressant, weil sie die Entstehungsgeschichte und sonstige Hintergrundinformationen der einzelnen Figuren wiedergegeben haben. Auch wenn diese komplett anders war wie in der Zeichentrickserie. Im ursprünglichen war He-Man ja nicht der Prinz von Eternia. Dazu wurde ja erst in der Zeichentrickserie gemacht. Der hieß ja am Anfang nicht Prince Adam. Oh, die Teela, die ist ziemlich schwach auf der Brust. Nein, am Anfang war He-Man eine Art Auserwählter eines, ja, Germanenstammes oder sowas. Und die Teela war am Anfang. Was sind das hier für Gegner? Mir sagen die gar nichts. Teela war am Anfang sowas wie die menschliche Gestalt des Geist von Grayskull. Dass He-Man heute so ist, wie er ist, verdankt man einzig und allein der Zeichentrickserie. Die haben das Konzept, wie wir es heute kennen, umgesetzt. Die haben quasi die Story so verändert. Und weil so Zeichentrickserien nun mal mehr Publikum erreicht wie ein Comic,
Ja, da hätten wir ja lesen müssen. Und das wollten die Kinder damals schon nicht. Ich habe die Comics immer gern gelesen. Aber weil man mit einer Zeichentrickserie mehr Menschen erreicht, wie mit Comics oder mit Printmedien, hat sich natürlich die Story durchgesetzt. Alter. Ja, mit der Teela einen Special Move auszuführen, ist fast unmöglich. Die ist zu langsam dafür. Oh, was war das? Ja, absolut wirkungslos. Ja, wer diese Roboter sind, weiß ich auch nicht. Shadow Beast, gegen die hat sie öfter mal gekämpft, unsere Teela. Dabei sind die eigentlich recht friedlich. Die werden nur von Beastman kontrolliert. Area complete. Sehr schön. Machen wir das nächste Level. Ich habe noch gar nicht nachgeschaut, wie viele Level im Endeffekt in dem Spiel vorhanden sind. Aber es werden nicht allzu viele Parts werden. Warum mache ich die Parts an sich nicht allzu lang? Weil ich die Intros und die Outros präsentieren möchte. Es gibt noch so einiges an Material, das ich hier habe, das ich in die Videos schneiden möchte. Ah, hängt wieder hinten jemand fest, oder? Nein. Oh, Energie können wir brauchen. Wieso schmeißt sie manchmal ihr Schwert und manchmal nicht? Ah ja. Ja, das mit den Special Moves, das habe ich nicht so drauf, habe ich schon festgestellt. Oh, wer kommt denn da? Ah, Kolossor. Ist der bei uns nicht Kolossus? Das war doch dieser gigantische Steinmensch, genau. Verdammt. Ja, wenn sie von hinten und von vorne auf einen losgehen. Immer schön in die Fresse springen und zack, haben uns die Schlangen schon wieder erwischt. Ja, die respawnen permanent, diese scheiß Schlangen. So, und jetzt kümmern wir uns wieder um Kolossus. Ein Kolossor. Ja, ich mache recht wenig Schaden, merke ich gerade. Ich springe dem in die Fresse ohne Ende. Aber es scheint nicht viel auszumachen. So. Game over. Wählen wir den nächsten Charakter. Wen hatten wir noch nicht? Ramman. Ah ja. Und was kann der also? Ja, das ist aber auch recht wirkungslos. Was kann er denn sonst noch? Bringt auch nichts. Verdammt. Ja, bis man da die Special Moves draußen hat. Ist mir schon fast Game Over. Oh, Ramman reißt hier gar nichts. Oder ich bin zu blöd dafür. Er macht hier einen auf Wrestler. Und schon wieder wurde ich getroffen. Jetzt sterb schon, diese scheiß Schlangen nerven mich. Ich denke, wie oft ich jetzt diesen Kolossor schon getroffen habe und wie wenig Energie abgezogen wurde. Es ist Millimeterarbeit.
Verdammt. Ich treffe ihn nicht. Alter. Machen wir es ja so. Irgendwann, ja, wird er mich schon treffen, ja. Irgendwann wird er schon in die Knie gehen. Also die einzelnen Charakter scheinen auch unterschiedlichen Schaden zu machen. Es sei denn, ich kriege jetzt endlich mal in Remnant seine Spezialattacke raus. Aber außer dumm hupfen tut er nix. Wieso rammt er eigentlich nicht? Ah, er tut gar nichts. Wie hat er das jetzt gemacht? Verdammt. Ja, springen wir die halt in die Schnauze. Ja, genau. The Evil Forces of Homophobia. Ich finde sie nach wie vor witzig. Warum sterb schon jetzt? Ja, ich bin ja gespannt, ob am Schluss Hordak als Gegner dasteht. Weil er kein wählbarer Charakter ist. Das würde natürlich auch erklären, warum wir Skeletor und Evelyn auswählen können, weil... Oh, es leckt. Weil Hordak an sich zwar zu den Bösen gehört, aber immer mal wieder so Reibereien hat mit dem Skeletor. Weil keiner gönnt dem anderen die Macht oder die Stellung, die er inne hat. Und jeder möchte die absolute Macht über Grayskull für sich selbst erobern. Ah, jetzt wird er schon langsam katholisch. So. Ja, im richtigen Rhythmus gesprungen. Ja, erwischte uns nicht, wollte ich sagen. Jetzt gleich, jawohl. Lang hat's gedauert. Lang hat's gedauert, aber Kolossor ist besiegt. So, Leute, ich beende den Part mit einer lustigen kleinen Einleitung, nicht? Mitten im Outro, weil wir uns im Intro schon damit beschäftigt haben, wie schwul die Masters of the Universe wirklich sind. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal an, im Outro, wie schwul sie wirklich sind. Viel Spaß damit und Servusle, Eier Doschten.